Was steht denn hier? Der Schlussstein des Nebelmeisters versiegelte Kryptos Grotte. Auch wenn die nachtblauen Ströme nicht zur Gänze erstarben. Ihn zu heben und das Siegel zu brechen, wird Vajat zu einer Größe zurückführen. Doch dies vermag weder die Macht der Allgöttin Barlana noch des siebenäugigen und fünfzüngigen Prüfstein Quazils, des Haiherrn Sholairak, des Krakenvaters Jonao oder der Seeschlange Shamashtu. Es recht nicht die falschen Diener Galzuls. Dies vermag einzig das heilige Wesen und der Tentakel Kryptos, mein Schüler, Darun Parligarn. Am Ende seines Weges steht Vajat, wo meine Reise begann und meine Feinde mich vertrieben. Und die Wiedergeburt des nachtblauen Meeres. So habe ich es gesehen und so wird es geschehen. Wenn Bahamuts Ruf erschallt und die Sterne vom Himmel weichen. Naja, du kommst auch nie mit guten Nachrichten, wenn wir in solchen Tempeln rumlaufen. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Nun, ich kann lesen. Die wenigsten Kulturen, Drafim, erbauen Tempel, um gute Nachrichten dort drin zu verbreiten. Ja, aber sehen wir es mal so, das sind doch prinzipiell gute Nachrichten. Die ganzen Diener und Krakenväter und Seeschlangen können es nicht, nur Darion kann es. Und wenn wir ihn aufhalten, dann haben wir gewonnen. Das steht hier nochmal schwarz auf weiß. Nun, das ist eine gute Erkenntnis, keine gute Nachricht. Die übertragene Nachricht ist sehr wohl unheilvoll. Wenn das eine Prophezeiung ist, dann steht es nicht in Frage, dass er Erfolg haben wird. Ihr solltet noch einmal über das Wesen der Prophezeiung meditieren, Kapitania. Naja, also... Wir haben hier wenig gelernt, außer dass das Ziel des Darion Parligarn wohl dieses Feiert sein mag. Ja, am Ende seines Weges scheint es zu stehen. Allerdings steht hier in der Prophezeiung nicht, dass es tatsächlich so sein wird, dass es ihm gelingt, diesen Schlussstein zu lüften. Und dann müssen wir wohl einfach nur dort auf ihn warten. Und mit einfach nur meine ich natürlich meine approbaten Möglichkeit, ihn und die Plagenbringer zu vernichten. Ja. Und ich schlage vor, wir wagen uns noch ein bisschen weiter in die Höhle hinein. Aber mir dieses Amulett sollten wir vielleicht aufheben. Müsste ich gewiss. Ich würde das Pergament einstecken, vorsichtig, sodass es nicht beschädigt werden kann weiter. Erkennt ihr es? Ist es Darion Paligans Amulett? Nun, naja, ich erkenne jetzt nicht das Amulett von jedem. Das, so gut ist meine Erinnerung leider nicht. Ist dort ein Zeichen der Paligans eingeritzt? Das Hauszeichen. Naja, lass es mich mal genauer anschauen. Auf was muss ich würfeln, um zu wissen, ob die Paligans auch alle genau so ein Amulett tragen oder ob die nur ein ähnliches tragen? Also du kannst schon davon ausgehen, dass das Darions ist. Aufgrund des Alters, das ist jetzt nicht aus Krakensilber gefertigt oder sowas, aber das ist ein ganz normales Medaillon, was wohl mal sehr hochwertig aus Silber gefertigt war und jetzt sehr angelaufen ist. Und das ist typisch alanfanischer Machart für Granden, würdest du meinen, ja. Und welcher Grande soll hier sonst irgendwann mal gewesen sein? Naja, wie du sozusagen pflegst, Abelmir, nach dem Ausschlussprinzip müsste erst sein, ja. Bravo. Ist ja ein ganz schreckliches Wort. Ihr lernt aber. Ja, auf meine letzten Tage werde ich noch ganz weise. Halte ich für unwahrscheinlich. Das stört doch ihn nicht in seiner Entwicklung. So, ich gehe jetzt weiter vorne. Hervorragender Gedanke. Ihr immer auf die Fallen achten. Könnt neben einem großen Anker, was auch immer der hier verloren hat, noch sehen, dass der Weg nach unten ins Wasser führt. Da geht also diese kleine Anhöhung, die ihr dann euch nach oben geschnitten habt, wieder nach unten, führt dann direkt ins Wasser. Ihr seht wohl aber auch, dass der Tempel noch weiter geht, weiter nach Süden.
Und ihr kommt hier wohl jetzt nicht drumherum, es sei denn, ihr habt eine andere Idee, ins tiefe Wasser zu steigen. Was trügerisch vor euch liegt. Noch ist alles ruhig. Ich will erst die Wassertiefe prüfen mit einem Stab. Ob es auch bloß 2 Meter sind hier? Oder an der Stelle nicht, nein. An der Stelle ist es wieder nur knietief bis hin zu hüfthoch. Vor allem knietief. Du kannst natürlich nicht sehen, was darunter alles an Schlangen oder Würmern alles sich dort befindet. Aber das sind keine 2 Meter, so wie ihr das vorher hattet. Ich würde mal misstrauisch das Wasser beobachten, ob es irgendwelche Grasblasen gibt oder Bewegungen im Wasser vielleicht selber, die ja auf Lebewesen hindeuten, die da rumkriechen. Es sieht tatsächlich tot aus. Also du kannst dich hier 2 Minuten abknien, so ein bisschen auch riechen, die Rosenblätter betrachten oder den, ja, ist es eher... Es ist keine Seerosenblätter, sondern es ist viel eher Schimmel, der dann hier auf dem toten Wasser liegt. Also hier bewegt sich eigentlich gar nichts. Du hast aber so ein bisschen das Gefühl, als würde in einer anderen Höhle etwas flüstern in einer anderen Sprache. Vielleicht erinnert dich so ein bisschen an das Rissar der Echsen. In der Höhle, in der wir waren? Oder nee, in der, die vor euch liegt. Die dort irgendwo dunkel nach rechts abzweigt. Hört ihr es auch? Nein. Nee. Naja, ich höre Wasser, meint ihr das? Nein. Etwas flüstert dort vorne. In einer exischen Sprache. Dann müssen wir es töten. Ihr müsst doch nicht alles töten, weil das Exisch spricht. Naja, das sieht wohl ganz anders. Wir sind in einem Unheiligtum und ihr flüstert etwas auf einer unheilbringenden Sprache. Aber mir. Es kann aber ein Geist sein. Auriderem sollte dann wohl vernichtet werden. Naja, wir haben jetzt hier 2 Optionen. Na, siehst du, aber mir wird immer besser. Sehr gut. Und zwar, entweder wir machen das langsam oder wir machen das schnell. Wer ist für langsam, wer ist für schnell? Ich bin dafür, die Wassertiefe zu prüfen und langsam vorzugehen. Dem stimme ich zu. Schön an der Wand entlang. Also langsam, wie ihr möchtet. Ich würde mal meinen... Ist es hier irgendwie so ein Abhang, den ich da runter muss? Oder du kannst da direkt in das Wasser hineingehen. Okay, einfach gehen. Genau, einfach reingehen. Und das Schöne ist eben auch, wenn es zum Kampf kommen sollte, kannst du genau wieder rausgehen. Das geht auch. Ich würde mal mit meiner Waffe immer ein bisschen vor mir im Boden herumstochern und schauen, ob der Boden stabil ist. Ich würde mal parallel zu Rafim gehen, jedenfalls mit einem Stab den Grund erkunden. Ja, der Grund ist wohl steinig, magst du wissen. Es klockt zwar nicht wirklich, weil das Wasser den Rest schluckt, aber es ist zumindest stabil. Und so könnt ihr euch dann der eine am Rand, der andere parallel dazu durch das stinkende Wasser und den Schlamm, den Morast und den Schimmel hindurch warten, bis ihr dann auch... eine Abbiegung nehmen könnt. Ihr verschwindet rechts um die Ecke, während die anderen euch nach und nach dann folgen, wenn sie sehen, dass es sicher ist. Und dort öffnet sich dann nach einigen Metern wieder die Höhle oder der Tempel zu einer weiteren großen Kaverne, wo blaues Licht aus einer weiteren Glyphe herausströmt. Ist das hier Boden oder tieferes Wasser? Das ist Boden, der ist wieder nur knietief. Okay. Also das ist gut zu betreten. Werden die Stimmen lauter, die ich höre angeblich? Die anderen können es jetzt auch hören, wenn sie den Ressual sondern Rissar verstehen. Aber sicher doch. Aber sicher nicht. Das ist quasi meine 2. Muttersprache. Oder kann so ungefähr 3 Wörter, die ihr Serpentilio beigebracht hat. Das muss auch reichen. Verhandlung. Ich würde jetzt anfangen, wenn ich die Glyphe sehe, auch wenn es natürlich nichts bringt, zu schleichen, also mich möglichst leise vorzubewegen, ob ich da in dem Wasser hier irgendwas entdecke. Was sagt denn das Rissar? Das Rissar spricht von Eindringlingen. Ich denke, man hat uns bemerkt. Wie sollte man sonst sprechend zügig vorgehen?
Naja, ich werde weiter vorgehen. Wenn ihr euch näher an mich heranstellen würdet, dann wäre das sinnvoll. Keine Zeit zu verlieren. Vorwärts. Dekala wird jetzt von der Angst gepackt, immer noch in der Nähe von euch bleiben, allerdings springt er mit seinem Spinnenlauf an die Wand heran, sodass er selbst nicht mehr am Wasser steht und begleitet euch dann so. Und so könnt ihr euch näher und näher tasten, bis ihr dann mit eurem Stab bzw. mit eurem Tastmethoden vor einen weiteren Abgrund herantastet, wo es wieder tiefer geht und ihr nicht mehr knietief steht, sondern wieder 2 Meter. Da müsstet ihr dann also schwimmen oder etwas anderes befragen. Eine Regenbogenbrücke oder so etwas, je nachdem, was ihr vorschlagt. Ist das Wasser überall hier gleich tief? Oder? Genau, hier wird es dann 2... Achso, am Rand? Ja, doch, klar. Wenn das deine Lösung ist, dann kannst du das tun. Du hast ja eben schon gesagt, dass du dich am Rand knietief weiter tasten möchtest. Und wenn du siehst, dass es dann hier abfällt, dann kannst du weiter am Rand... da kannst du knietief weitergehen. Ja, doch, passt. Boltax, ich denke, wir sollten hier uns rechts in diese kleine Kaverne... Kaverne... reinschlagen und dann können wir da vorne hochklettern. Was denkst du? Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann auch einen Zauber aus meinem Stab lösen und eine Wand aus Erz hier hinaufziehen. Ja, aber ich glaube, wenn auch immer was gleich kommt, was uns böse auf die Mütze hauen will, da könnten wir das auch noch brauchen. Na, das stimmt. Sei denn, hier kommt nichts und das uns böse auf die Mütze hauen will, aber das wäre irgendwie enttäuschend. Na gut, dann gehen wir am Rand entlang. Soll ich dich festhalten? Ihr dürft eine Sinneschärfeprobe würfeln. Ich würde sagen, ich bin vermutlich eh abgelenkt, weil ich muss ja das Wasser vor mir testen. Es sei denn, ist es genau vor mir. Ist es Sicht oder ist es Hören? Oder Sicht. Was? Dämmerungssicht hilft hier nicht, oder? Ja doch, ein bisschen Dämmerung ist auch und ich gebe euch auch ein bisschen Erschwernis. Aber mit der Dämmerung, also es wenn ist du, halt nicht wenn du Nacht. Ein bisschen Erschwernis an einem Zahlenwert von 0 bis 20 ausdrückst, ist wohl Legacy. 3. Praktisch. Und so können alle bis auf Rafim erkennen, dass aus dem Stein ein Nebel herauswallt und dann auf euch zu schwebt. Aus welchem Stein? Aus dem Stein, der hier steht. Ah, okay. Alles klar. Wo die große blaue Glyphe dran prangt. Rafim, der Stein. Nö, ja, welcher? Nee, der ist sicher. Ich hab ihn gerade getestet. Dort der Nebel. Etwas passiert. Ja, ich würde mich mal ein bisschen entgeistert umdrehen. Aber mir der Stein... Mach was. Was soll ich denn machen? Findet vielleicht erst einmal heraus, ob es sich um eine magische Erscheinung handelt. Der Geisternebel schwebt auf euch zu. Davon können wir ausgehen, dass es keine natürliche Erscheinung ist. Und hüllt euch ein. Ja, Guardianum. Ich werf meinen Gedankenschutz an. Nicht Gedankenschutz, Denk an die Armbrust, eiserner Wille 2. Dann mach deinen eiserner Wille. Guardianum, Gott im Himmel, aber wozu haben wir dich eigentlich, ganz ehrlich? Schöner Kampfmager bist du mal wieder. Ich greife nach Rafims Arm. Wenn es ein Geist ist, dann wirkt der Guardianum gar nichts. Ja, Junge, hier kommt ein Nebel raus. Dein erster Gedanke ist, oh, es ist ein Geist? Ich hoffe jetzt, dass es ein Geist ist. Ja, es könnte ein Geist sein, das macht die Annahme nicht weniger behindert. Schild gegen Beeinflussung, ne? Also gegen hier. Das Ding, das nicht gegen Dämonen ist. Gegen Zauber. Yes, danke. Zauberschild. Das passt gegen Dämonen. Wenn es ein Dämon ist, habe ich verdient, dass er mich frisst. du siehst, wie der Nebel... jetzt ist gerade wichtig, wie groß ist der Radius? 2 Meter, 3 Schritt. Ne? Radius 3 Schritt. Gut, dann bist du Ronka eingehüllt und Boltax, die anderen nicht... der Rest wird also eingehüllt, nur bleibt der Nebel vor dir stehen und das eine, was passiert ist, dass er euch die Sicht etwas nimmt, nebelhaft und geisterhaft, wie er ist. Und das zweite ist, dass ihr anfangt zu würgen.
Ihr dürft alle eine Konstitutionsprobe würfeln. Abelmir, Zulamin und Rafim, eine Konstitutionsprobe. Ich möchte währenddessen natürlich dann ein paar Schritte nach vorne tun, um zu Zulamin aufzuschließen. Um sie einzuhüllen. Ihr bekommt ZFP Stern, das sind 4, SPA, das sind 4 Schadenspunkte. Und bei einer misslungenen Konstitutionsprobe werdet ihr für 1-6 Spielrunden bewusstlos. Oh, dann möchte ich Zulamin fangen, weil sie hat mich ja gerade am Arm und dann wird sie gerade bewusstlos neben mir, richtig? Yep, das war eine 20, wenn auch nicht bestätigt. Das war eine 20. Das reicht, um deine Konstitution nicht zu schaffen. Wie lange bist du bewusstlos? 1-6 Spielrunden. Oh. Ja, ich würde mir Zulamin über die eine Schulter werfen. Und das Problem ist, wenn Zulamin bewusstlos ist, dann ist auch ihr Geist nicht mehr geschützt. Oh, super, jetzt geht's wieder die Harkir-Show. Ja. Seh ich denn, dass der Zauber, ich habe ihn, glaube ich, gesehen, hat ihn gerade im Ausgesprochen, dass der sozusagen wie ein Schild wirkt oder gegen den Nebel oder wer? Ja, das siehst du, das sehen alle. Der Gardiano hilft tatsächlich mal. Ein schöner Kampfmagier seid ihr gewesen, dass ihr nicht in der Lage seid, gegen einen so dermaßen einfachen Zauber abzuwehren. Meine Herren, ihr solltet wahrhaftig der Schule in Betana euren Adeptentitel zurückgeben. Aber mir, du merkst, wie sich irgendetwas um deinen Kopf herumlegt und du bekommst 6 Schadenspunkte. Okay, zusätzlich zu den vier, ja. Kann man Zulamin zu Bewusstsein riechsalzen? Boah. Hakunde Reversales, Reversales Ohnmacht. Sie ist ja nicht über sie Gedanken beeinflusst. Nee, sie ist durch einen Tlalux-Odem ist sie umgefallen. Richtig, siehst du, ihre Ohnmacht ist ein profaner Effekt. Es ist profan, ja, durch heftige Übelkeit. Richtig, ja. Deswegen ja die Frage, kann man sie riechsalzen? Ja, im Prinzip. Heilkunde Wunden. Achso, Resistenz gegen Atemgifte, also Heilkunde Gift oder Heilkunde Krankheit, okay, geht Gift. Beides. Gift, Krankheiten, sag mir, was du lieber willst. Ich hab beides. Ist beides, ist möglich. Gift oder Krankheit. Okay, weil Resistenz, Immunität gegen Atemgifte oder Resistenz gegen Krankheiten hilft bei der K.O.-Probe. Der Würfel ist für mich exakt der gleiche, aber Krankheiten Gift ist cooler. Okay. Weil du aus Brabak kommst. Dann lasse ich das tatsächlich zu. Wir kennen uns ja damit aus. Also gerade du als Brabaki weißt, ne, der Tlalux Odem, das ist ganz klassisch. Sie fängt an zu würgen, wird von dem Nebel eingehüllt, fängt an zu brechen und fällt dann in Ohnmacht. Vor allem ist der Tlalux Odem ja tatsächlich nicht den Odem des Tlalux selbst nachgeformt. Also teilweise auch, vor allem bei den Ausdünstungen des Höhlendrachen. Und da haben wir doch was gegen. So, Ventilo setzt dich hin und bricht eine kleine Fiole an, die mit Wachs versiegelt war. Und wedelt so. Mit einer Hand hält er die und mit der anderen wedelt er ganz vorsichtig in Richtung von Zulamins Gesicht. Ich würde derweil ein Guardian-Schild gegen Zauber wirken. Ich möchte gerne an dem Zeug riechen, was Sepetit oder Verteidiger, ich weiß, was es ist. Das ist ja fürchterlich. Oh. Es ist dafür da, fürchterlich zu sein. Das ist ja grausam. Oh. Zulamin, ihr wart 6 Monate bei Bewusstlosigkeit. Ihr seid ein Arschloch und das wisst ihr auch. Verzeiht, ich musste mir einen kleinen Scherz erlauben. Wir sollten jetzt wirklich diesen Stein aufhalten. Bleibt ganz nah bei mir. Nun, wäre sie 6 Monate bewusstlos, so wäre dies eine wunderbare Neuigkeit, denn dann hätten wir gewonnen. Ansonsten hätten wir es nicht retten können. Wir müssen jetzt wirklich weiter. Nun, sicher doch. Ich will euch darauf hinweisen, du hältst dich hinter dich, wenn du irgendwie anfängst loszugehen. Vermutlich bringt es nichts mehr, den Stein jetzt zu spalten. Der magische Effekt wurde bereits ausgelöst. Wenn das alles ist, was er kann? Ich bleibe momentan stehen und lege Raffin Hand auf die Schulter und winke. Was macht Tikala? Ist der jetzt weggelaufen vor dem Nebel? Tikala bleibt in eurer Nähe und gerade wenn er auch merkt, dass... Also die Frage ist, ob der hier ran wartet oder nicht. Kommt dann hinterher an der Wand, kletternd. Okay, gut. Und Ronga selbstverständlich auch bei euch in der Nähe. Magiephob, wie er ist. Also mein Plan ist, hier am Rand lang zu gehen. Mhm. Bis ich hier ankomme, wie hoch ist das da? 2 Meter nach oben.
kannst du dich auch hochziehen, legst dann deine Hände hoch und kletterst dann den Rest nach oben. Das geht, wenn du knietief im Wasser stehst. Die anderen bräuchten dann Hilfe, sodass du sie dann nachziehst. Ich zieh Zulamin als erstes hoch. Zulamin, danach musst du mir den Rücken halten. Danke. Dann würde ich mich selber da hochziehen, als nächstes Zulamin. Warte. Das Problem ist, dass ihr auf dieser kleinen Balustrade natürlich nicht alle abgedeckt seid und auch die Magier merken, während ihr euch nach vorne geht, dass der Nebel euren Guardianum angreifen wird. Und wenn Rafim der Erste ist, dann merkst du, Rafim, wie ein weiterer Angriff gegen dich geführt wird und auch du einen W6 Schadenspunkte bekommst. Fällt gegen Zauberei. Woher bin ich 2 Meter von dir weg? Ja, Radius ist 3 Meter. Du hast nur ein einziges B übrig, aber Serpentio. Ja, wie gesagt, die Guardiani werden angegriffen. Wo siehst du, ich hätte nur einen ZFP übrig, ich mein Junge, lernen lesen. Plus 6, also plus 3 gegen Zauber und kurz Zauber, da gehe ich mir auf. Alright. Lernen lesen. Lesen kann ich, nur das nicht geschrieben. Rechne nicht, danke. Ja, okay, nachdem ich vermutlich ein bisschen gekotzt und gewürgt habe, möchte ich Zulamin mit meiner Hand da hochziehen. Es ist nicht so, dass du von einem Tlalux-Odem angegriffen wirst. Also der Nebel nimmt dir so ein bisschen Sicht, aber es ist vor allem so, dass sich so eine Schlinge um deinen Hals legt und dann einmal drüber streift, so ein bisschen deinen Hals aufreißt, vielleicht auch so ein bisschen mit Saugarmen und dann ist diese Peitsche wieder weg. Ja, wir haben hier auf jeden Fall Freunde gefunden. Los, hoch. Das ist jetzt aber kein Herstatt, oder? Du siehst nichts. ich höre noch Peitsche. Es ist Tentakel, Herstatt. Als erstes Zulamin, als zweites Serpentilio und dann den Rest. Ekerypt, Herstatt. Herstatt. Krieg ich die da hochgezogen? Du bekommst die hochgezogen, ja, das ist kein Problem. So, dass ihr dann nach und nach alle nach oben Vorsicht, kommt. Vorsicht mit dem Stab, nicht anfassen, das könnte ungesund werden. Eieiei. Ich denke, ich werde weiter vorgehen, aber irgendwas ist, sie sind hier nicht freundlich gesonnen. Nun, ich sagte bereits, dass man unsere aufmerksame Anwesenheit bemerkt hat und wir uns zügig bewegen müssen. Und dann also, bricht auch der Guardianum von Abelmir zusammen. Dann würde ich einen neuen wirken. Dann wirke einen neuen. Ich muss keine, kann mir keine Zeit lassen. Also du musst auch keinen Schutz gegen Zauber reinlegen. Denn der Tlalux-Odem hat Komponente, also hat Merkmal Schaden und ist damit weniger der normalen Guardian empfangbar. Na gut, dann plus 3 wieder. Wie lange hat der Zauberdauer? 2 Aktionen. Zwei Aktionen, dann kommt der neue Angriff. Ihr spürt wohl einen Windhauch und Dunkelheit, die euch versucht zu umfassen. Und sonst passiert nichts, außer dass ihr wisst, dass ihr nicht alleine seid. Ein weiteres Flüstern in Krakonisch und Rissual. Beziehungsweise nicht Ressual, sondern Rissar. Rafin, wenn ihr die Güte hätte, das Ding endlich zu spalten. Ja, ich möchte mich auf den Stein zubewegen. Mit dem Stein hinlaufen und mir dann den Stein angucken und dann Abel mir erwartungsvoll anschauen. Auf dem Stein ist eine große, blau leuchtende Glyphe zu erkennen, die ihr Magier wohl als Arocca-Run ähnliche Namenssigille erkennen könnt. Entweder K oder CRPT. Oh nein, wer hätte das bloß erwarten können? Also weitere Kuchas Bildzeichen und irgendwas, was wohl die Beschwörung erleichtert. Kann ich abschätzen, was passieren würde, wenn er jetzt die Runde zerschlägt mit Magiekunde? Ist das ein wahrer Name? Es ist ein Zauberzeichen, es hat aufzuwirken, sobald du es zerschlägst. Warte, Froste, ich habe sonderfertige Zauberzeichen. Erkenne ich dieses Zauberzeichen? Es ist eine Namenssigille. Yes. Umso besser. Hab ich mal den wahren Namen der Charuptorot gesucht? Ja, ich hatte den gesucht, um ihn auf meine, auf einen meiner Titanium-Dolche. Vielleicht ist das die Gelegenheit. Genau. Das glaube ich auch. Ich werde jetzt aber keine 3 Zeiteinheiten hier vorher rumstehen, um das Ding zu lernen. Nein, aber Abelmir hat, doch. Die Möglichkeit, ja, aber du kannst einen wahren Namen nicht einfach aufschreiben. Nee, Mimo eins. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Ich muss mal gucken, wie viel ASP der kostet. Ich habe noch 7 ASP.
Ansonsten darfst du dich gerne von meinem Vorrat bedienen, wenn du dein möchtest. Gardianum blitzt weiter. Hier wird weiter angegriffen. Wir haben ja damals den Drachen, also Gott, wie hieß er denn jetzt nochmal? Dass ich den Namen nicht mehr weiß. Als wir das Ei untersucht haben, Blick aufs Wesen bzw. Blick in die Gedanken genutzt, um den wahren Namen zu erfassen. Von Rassasor. Genau, kann ich das hier auch machen? Nein, das ist kein Wesen. Boah, da dort zwei Aktionen, der Memorans. Eraphim, zerschlagt bitte das Symbol endlich. Versichere euch, jede Art von magischer Erkenntnis, die sich hier gewinnen lässt, ist also diese Korn für unseren Leib und Leben nicht wert. Ihr seid nicht geladen. Wann braucht Raphim Ermutigung, um Dinge kaputt zu hauen? Komm, Junge, do it. Ich warte halt mal ab, wenn Abel mir zunickt, dann mach ich das Ding jetzt kaputt. Ich nick dir zu. So, setz ihm ein Ende. Würde ich meiner Waffe zuflüstern und dann setze ich zum Hieb an.